Hallo everyone, ich bin heute mit Michele da. Michele, du sitzt, ich habe irgendwen das Land oder die Gegend so beschrieben, also ich habe gehört, dass jemand so beschrieben hat mit, du lebst dort, wo andere Urlaub machen, stimmt das? Ja, ihr seht doch, wo man Urlaub macht. Naja, es ist schon einmal, es ist eine Gegend, Nähe Salzkammergut, wo durchaus Leute im Sommer hinfahren, das stimmt. Wenn man jetzt nicht arbeiten müsste und sehr viel Zeit hätte und quasi nichts zu tun hätte, dann wäre es durchaus eine schöne Gegend Dann können wir die mit Berge voll Rennsim die Zeit ausnutzen. vertreiben. Ja, Ja, aber es ist nachdem, wenn man arbeiten muss, dann ist das alles relativ und ja, aber es ist natürlich, soweit es geht, muss man es natürlich nutzen. du hast einmal bei KWM unterrichtet, oder? Weil meine Studenten sind ja KWM-Studenten. Und hast du dann ein paar Jahre und dann hast du selbstständig gemacht, oder? Das ist richtig. Ich hab quasi beim Vorgänger von KWM CWL damals. selber studiert. CWL war das, genau. Und bin dann nach dem Studium, war ich 5 Jahre in Hagenberg in der Lehre als Assistenzprofessor und habe unter anderem bei dem Antrag für KWM, also das ist ja, CWL ist in KWM umgewandelt worden Genau. und habe bei dem Antrag quasi auch mitgeschrieben. Das heißt, wenn jetzt konkret jetzt, wenn es irgendwie ums Programmieren geht, ich weiß nicht, wie viel von damals jetzt vom Lehrplan nur heute aktuell ist, Alles, aber alles, alles. Das ist da ein könnte ja bisschen. durchaus sein, dass mich einige über mich fluchen oder einige über mich schimpfen, aber Gott sei Genau. Dank war es das Also keiner. bist du noch voll, voll dabei, sozusagen. Und jetzt bist du wieder da zum Unterrichten, also sozusagen Genau, in also diesem Video. genau, aber bin jetzt grundsätzlich von der FH jetzt schon länger weg und wie du gesagt hast, bin seit jetzt mittlerweile 10 Jahren selbstständig und noch mache das quasi beruflich, was ich halt Genau, vorher über das müssen wir dann eh davor plaudern, gemacht habe. wenn's dich freut, weil ich glaube, es interessiert Studenten grundsätzlich, zumindest einige davon, wie man sich selbstständig macht, indem man Homepages bastelt. Ist ja ein Meinst du, spannendes dass man Thema. Student schon überlegt, was man arbeiten möchte? Naja, zumindest die Gedanken macht über die Zukunft. Ich Ja, weiß nicht, nein, das ich stimmt, nicht. das Also stimmt. ich habe es natürlich nicht gemacht, aber maybe, keine Ahnung. Also, wenn ich nur mal studieren darf ich mir auch mal jetzt ums Arbeiten am wenigsten Gedanken machen. Aber natürlich muss man ein bisschen vorausdenken. Fair enough. Aber gut, das mal vorweg. Das, was ich vorbereitet habe fürs Coden, ist, was das mit den Studenten schon gestartet habe. Dann haben wir es abgebrochen, weil Glitch auf einmal nicht mehr gescheit funktioniert hat. Und zwar geht es darum, dass wir Canvas verwenden, um zeichnen zu können. Und dann machen wir das, was man zeichnen kann, ein bisschen besser. Und dann machen wir so, dass mehrere Leute gleichzeitig zeichnen können, also übers Internet. Ja, gut. Also ich starte einfach mal. Das, was wir im HTML brauchen, ist ein Canvas. Und dann können wir eigentlich schon loslegen. Viel mehr brauchen wir im HTML nicht. Nachdem ich das mit den Studenten Sag schon. es bloß, man macht das nicht mehr mit Flash. Nicht mehr mit Flash. Ja, Flash war Na. damals schon ziemlich cool, gell? Also, Ja, die, I kind zu of unserer hated Zeit ist man mit Flash. Flash gemacht. Genau, I hated Flash back then, aber so im Nachhinein war Flash fast so cool wie jetzt JavaScript ist. Also es hat lang gedauert, bis JavaScript aufgeholt hat, finde Ja, na, vor allem, es ist damals nicht anders gegangen. Du hast sowas wie Flash braucht, damit du ein Zeichenprogramm machen konntest. Ne, und das Coole damals an Flash war das schon, dass man ziemlich viel damit machen hat können. Also der Coding-Teil davon war eigentlich ziemlich gut, finde ich. Mächtiger. Ja. Also zumindest der, wo man wirklich programmiert hat. Also nicht die Zeitleiste, aber das ActionScript, glaube ich, und dann später FlexBuilder. Genau, Ja, genau, das war genau. schon Ah ja, ganz cool, Flexbuilder. Oh man, I ja. remember that stuff. Okay, aber na, jetzt haben KWM wir. hat übrigens mit FlexBuilder programmieren gelernt, einige Semester lang. Also ich weiß nicht, ob es jetzt ist jetzt Java in den ersten Ich Semester glaube, oder. also ich bin auch schon lange nicht mehr. Ich glaube, es ist Java und Ja. dann halt so ein bisschen parallel Okay. JavaScript. Ja. Es war am Anfang Java, dann war es einige Jahre FlexBuilder, weil es ja eben ähnlich wie TypeScript war. Und wie es aber dann eben nach dem Flash gestorben ist, war FlexBuilder damit auch weniger obsolet. Also ich bin jetzt in die Script.js übergangen, wie du vielleicht eh siehst. Ich habe da jetzt einmal das so der Default Boilerplate-Code, dass man das Canvas-Element holt. Ich mache das alles mit Vanilla JavaScript, also einfach Document Query Selector, kriege ein Element zurück. Beim Canvas sagen wir dann Get Context, ist das, was wir zeichnen. Und ich setze noch händisch im JavaScript die Höhe und Breite vom Canvas,
dass wir volle Pixel haben und dass wir das so ausnutzen können. Dann, dass man zeichnen kann, also ich kann mir das jetzt schon mal anschauen, da rechts müsste man das sehen, der Canvas ist, machen wir eine Farbe kurz, ich sage Canvas Background Gray im CSS. Yeah, dann sehen wir noch, passt. Ich gebe dem Body Padding 0 und Margin 0. Und Hardcore-Hack, dass man, nachdem ich sage, ich würde nie, dass das größer ist als die Seite, sage einfach mal Overflow hidden, passt. Okay, wir haben unseren Canvas, wir haben unseren Body und jetzt im JavaScript möchte ich zwei Sachen machen. Erstens möchte ich sagen, wenn man die Maus bewegt, soll gezeichnet werden. Ja gut, und das ist schon die Hauptsache. Und das machen wir über ein Add-Event-Listener. Mouse-Move. Ich finde es voll cool, dass du in den Tutorials wirklich plain JavaScript machst. Oh, thank you. Weil ich sehe es immer total oft, dass Frameworks eingesetzt werden mit irgendwelchen Transpilern nachher am Schluss oder Compilern. Und es kommt aber ganz, ganz oft wieder zurück, dass man wirklich trotzdem JavaScript lesen und schreiben können sollte. Yo, aber ich finde drüber totally lesen, das ist einfach wirklich wichtig. I totally agree. Und es geht überall out of the box. Genau. Und JavaScript, man kann sehr viel mit JavaScript mittlerweile machen, wo man eh früher so jQuery und andere Sachen dafür verwendet hat. Manchmal muss man ein bisschen mehr schreiben, wie für Query Selector und so. Aber taugt mir eigentlich eher. Kennst du vanillajs.com, die Seite? Ja. Das haben wir mal auf einer Konferenz gesehen. Ja, genau, das ist eh. Ja, ja. Und wenn du jetzt runterscrollst, da kannst du quasi sagen, was möchtest du alles dazu nehmen, wie bei einer Library. Und dann musst du mal auf die Gesamt-Download-Größe klicken. Schau, das wird immer Download Final Size 0 Bytes. I like it. Und GZIP ein bisschen größer für den Overhead. Ja. I love that type of stuff. I totally agree. Okay, und beim Zeichnen jetzt, ich bin mir nie sicher, was das absolut Minimale ist, das man braucht, um irgendwas zu zeichnen. Ich glaube, dass es eigentlich so vielleicht schon reichen wird. Geben wir noch allein Width mit und CTX Fill Style ist, glaube ich, Stroke Style. Sagen wir, das ist Black, wie unser Herz. Und dann sehen wir noch immer nichts. Ich schaue mal kurz, ob wir einen JavaScript-Fehler haben. Jetzt gerade verwende ich Chrome. Add Event Listener on. Add Event Listener. Achso, da muss ich wahrscheinlich eine Funktion übergeben. Das kommentiere ich kurz mal aus. Ja. Ah, dann geht's hier schon. Whee! Ja, gut. Und dann haben wir eigentlich eh schon gewonnen, oder? Dann kann schon fast nichts mehr schief gehen, weil wenn man mal das erschaffen hat, dann. Was man da jetzt sieht, wenn ich ganz schnell die Maus bewege, ist manchmal ist ein bisschen so ein bisschen eine Ecke, so wie da jetzt rechts. Mhm. Das kann man verhindern, indem wir zwei Eigenschaften eingeben. Und das erste ist Line Join. Das ist, wenn zwei Punkte ein bisschen auseinander sind und er versucht, die irgendwie zusammenzufügen, macht er grundsätzlich alles eckig, aber wir wollen alles rund. Und das, was wir jetzt noch keinen Unterschied sehen, aber nachher dann, ist Line Cap. Das ist dann das Ende der Start. Genau, Ende und Start. Und wenn jetzt da. Okay, in meiner Vorschau geht das gar nicht, keine Ahnung wieso. Oh no, Context, Syntax Error. Ist. Anführungszeichen. Genau, thank you. Du solltest damit mit Backticks anfangen. Genau, starten wir mit Backticks, ja. Das ist viel sicherer. Okay, dann ist alles ein bisschen runter. Das ist übrigens das Schöne an Pair Programming, das ich im letzten Job gelegentlich gemacht habe, dass man viel schneller auf diese Fehler kommt, die sonst da viel zu viel Zeit brauchen. Ja. Machen wir nicht schwarz oder machen wir aus irgendeiner Präferenz, Farbpräferenz? Sonst sage ich da was Cooles. Pink. Pink, okay, passt, machen wir pink. Nein, vergiss es. Pink ist pink, passt. Pink, yeah. Ist Orange eigentlich jetzt schon eine standardisierte Farben-HTML? Das war nämlich voll lang, hat der Validator bei Orange geschrieben. Ja, okay. I did not know that. Ich glaube, das ist der Trump, der eingeschritten hat und gesagt hat, so, zu viel Orange geht nicht in der Welt. Schreib mal auf Pink zurück. Okay. Photoshop alles verbraucht fürs Gesicht. Genau, alles verbraucht, alles schon weg.
Okay, dann jetzt gerade zeichnet er, sobald man mit der Maus rumfährt. Ich will aber nur, dass gezeichnet wird, wenn man eine Maustaste klickt. Das können wir machen über E.Buttons, also E ist unser Event, der Parameter, den wir kriegen, wenn der Event aufgerufen wird. Da kriegen wir alles mögliche an Daten mit, zum Beispiel Offset X, Offset Y ist die X- und Y-Position innerhalb von unserem Element, also nicht innerhalb der Seite, nicht innerhalb von unserem Screen, sondern innerhalb vom Element. Und E.Buttons ist zum Beispiel, wenn der Button gedrückt wird, wenn kein Button gedrückt wird, ist 0 und sonst ist zum Beispiel 1, 2, 8, 16, irgendwas 4. Ich sage jedenfalls, wenn kein Button gedrückt wird, soll einfach nichts gezeichnet werden. Und dann, ja, es funktioniert schon so halbwegs. Also jetzt kann ich rumfahren, ohne dass gezeichnet wird, aber wenn ich was zeichne, dann verbindet da die alte Linie mit der neuen Linie. Mhm. Da könnten wir jetzt entweder bei Mouse Down, also wenn man den Mauszeiger drückt, oder Mouse Up, wenn man loslässt, könnte man zum Beispiel sagen, CTX Begin Path oder Close Path, glaube ich, heißt es. Also da könnte man einfach den Pfad beenden. Oh. Oder du kannst ganz einfach nur die Farbe auf Weiß setzen. Genau, oder die Farbe auf Weiß. Weiß. I like that. Gute Vorbilder für die genau. Programmierhausübung. Und im echten Leben setzt man die Farbe einfach auf Weiß und dann funktioniert das, zumindest für das Demo, und dann ist ja. man schon lange weg. aber das, was ich jetzt mache, ist ein bisschen voraus. Also üblicherweise würde man da jetzt einfach sagen, Begin Path, und es muss eigentlich gefixt sein. Genau, dann kann ich so zeichnen. Aber ich mache jetzt gleich was, das wir dann später brauchen. Ihr stellt zwei Variablen, last x und last y, und die speichere ich dann immer mit. Also ich sage da unten, ganz unten, jedes Mal, wenn ich gerade gezeichnet habe, sage ich last x, last y soll sein e das aktuelle, also e offset x, e offset y. Das ist eine coole Notation, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich habe es bis jetzt noch nie verwendet, dass man zwei Variablen gleichzeitig zuweisen kann. Cheers, by the way. Kannte ich nicht. Ja, ja, nicht. Aber weißt du, wenn man cool sein will, braucht man so Sachen. Man muss aktuell bleiben. Okay, also erstens speichere ich das da und dann sage ich da line move to last x und last y. Und das heißt ganz einfach, ich zeichne immer nur vom letzten Punkt zum aktuellen Punkt der Linie. Ja. Mhm. Und wenn ich mit der Maus runterfahre, sage ich ja, dass last x und last y zugewiesen wird. Und dann sollte das sogar ohne Begin Path funktionieren, glaube ich. Genau. Dann kann ich zeichnen. Kann ich zum Beispiel ein Herz zeichnen, nachdem er pink. Okay. Und circa so weit bin ich mit den Studenten gekommen. Das ist eigentlich schon voll funktional, da kann man schon rumzeichnen. Canvas taugt mir, weil man einfach relativ schnell sowas machen kann. Man könnte total easy das ändern und sagen, dass man statt der Linie zeichnen, jetzt mal, wenn man mit der Maustaste drückt, werden, keine Ahnung, Bilder von Garfield gezeichnet oder rotierende Kasteln oder was auch immer. Aber bevor wir das machen, würde ich vorschlagen, dass wir den Benutzern noch die Möglichkeit geben, die Farbe und die Breite von der Linie zu ändern, anzupassen. Mhm. Um das zu machen, machen wir im HTML, füge ich zwei Inputfelder hinzu. Das erste ist der Color. Ich sage einfach, ich gebe dem ID, because YOLO. ID ist Color, das reicht eigentlich schon. Und dann sagen wir noch Width, dem dann sage ich ID Width und Type Number. Ja, ich glaube, das reicht an sich. Und dann, wenn dort irgendwas eingegeben wird, dann geht's drauf. Genau. Geben wir dann Number gleich Default Value, sagen wir 10 zum Beispiel. Passt. Und Farbe würde ich sagen, tun wir jetzt random machen. Sonst könnte ich da irgendein Value. Oder geben wir da Value ein. Sagen wir einfach mal pink. Aber du musst dann trotzdem noch random setzen. Just to be funny. Set random color. So. Um das zu machen, das können wir jetzt auf alle möglichen Wege machen. Zum Beispiel ein Array mit Farben und eine der Farben randommäßig wählen.
aber ich verwende meine Könntest du die Lieblingsfarbdefinition. Komponenten mit könntest Genau. du die drei, ja genau. Genau, HSL Baby all the Mathland. way. That's how nerdy I am. Sag mal, wir setzen die Hue, das ist Math Random mal 360, weil Hue kann sein zwischen 0 und 360. Ein Fehler, den ich da oft begehe, ist, dass das eine ganze Zahl sein muss. Also, wenn ich dem sage, zum Beispiel 15,3 Komma als zwei. U, funktioniert es nicht. Genau deswegen tue ich einfach das Floren, also einfach die Dezimale abschneiden. Und dann setzt man die Farbe. Document oder. Und was sehr oft vorkommt, Math Random ist ja, glaube ich, Zahl zwischen 0 und 1, ein Kommazahl. Genau. Und dann mal multiplizierst du es mit der Anzahl der Werte, die du als Maximum haben willst. Genau. Also in dem Fall Genau, ist es deswegen auch der relativ Kommawert. easy. Schwieriger wird es, wenn man irgendwie eine Range haben will oder so. Da muss ich jedes Mal nachdenken und dreimal ausprobieren und dann mit random kannst du nie gescheit testen, weil da kommen irgendwelche Werte. Das ist dann immer so. Okay. Wir haben da Hue, dann haben wir Saturation und Luminance. Luminance 50%, sonst ist es ganz weiß, glaube ich. Okay, Color ist dies. Und dann sagen wir Document get, Queries Selector Color und da setzt man ein Value einfach auf Color. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Anscheinend nicht. Er weiß gar nicht zu. Achso, weil ich Hashtag vergessen habe. Hashtag Color. Okay, genau. Es ist Dann. klar. Genau, dann setzt es. Das ist übrigens, also ich habe es meinen Studenten schon gesagt, aber ich freue mich über so Kleinigkeiten. Das ist übrigens die neue Notation, die man verwenden kann. Da braucht man dann keine Beistriche mehr. Also so wie bei RGB und bei HSL braucht man keine Beistriche. Kann man weglassen. Und wenn man Alpha angibt, dann wird es voll weird. Dann macht man das so mit einem Slash. Cool. Keine Ahnung wieso, aber oder was für Vorteile das hat. Ja, angeblich kommen demnächst irgendwelche Farbdefinitionen und dort wird man das so setzen und deswegen kann man das jetzt aber die alten so setzen und aber, whatever. Ja, das war mit dem Whatever. Schrägstrich ist weird, weil du würdest eigentlich vier Parameter erwarten. Genau, Und ich genau, würde sagen, den genau. Schrägstrich schon oft als quasi als Fallback gesehen. Zum Beispiel bei die Pseudo-Elemente bei Before und After wird das quasi als Fallback für einen Content kommen. Jetzt ist schräg, dass das in der Notation so angeht. Genau, ich finde es auch ein bisschen komisch, but irgendwer hat sich irgendwas dabei gedacht und so. Okay. Sure. Ja, na sicher. Are you sure? Und jetzt jedenfalls, wenn ich refresh, kommt jedes Mal eine random Farbe daher, die ich dann auch noch ändern kann, aber. Okay. Die Width, die hat jetzt noch keine aus, da tue ich dann da noch, das Auswirkung. wäre zu wissen. Whip. Width. Ich So. muss ja dazu sagen, man müsste natürlich jetzt da überall Input Validation machen, Oh yeah. damit. Aber. Uh-oh. Uh-oh. Also wenn ich zeichne und dann zum Beispiel auf 100 ändere, okay, sollte dann nicht unbedingt neu zeichnen. Rückwirkend natürlich setzt, ja, klar. Ich vermute, dass mit, warte, wie heißt das? Endstroke, nicht, oder Begin Path, sonst mache ich oben einfach ein Begin Path. CTX Begin Path, dass wir das alte hinter uns lassen. So, schauen wir mal. Okay, dann funktioniert es. Aber sonst ist alles Abfahrt und dann verändert man. Anscheinend, habe ich gar nicht gewusst, im Nachhinein für den gesamten Pfad ist, wenn man ein neues Segment hinzufügt. Macht aber Sinn, weil bei SVG ist es ja auch so. Selbst wenn du einzelne Segmente hast und gilt es trotzdem für den Ganzen. Aber ich habe es auch nicht gewusst. Well, today we learned. Okay. Dann möchte ich noch eine Sache machen und zwar, warte im CSS, ich tue ganz kurz den Input Width ein bisschen kleiner machen, das ist mir einfach zu groß. Input Type Number. Keine Ahnung, ob das Selektor irgendwie eleganter geht. Sag einfach Width, das ist einfach Hardcore, 50 Pixel Breite, passt. Könntest du das auch auf, zum Beispiel auf 3 EM setzen? Dann, wenn du sagst, oder 2 EM. Weil du bist sicher nicht mehr als 99 eingeben, dann ist es eigentlich Ja, und perfekt. wenn schon, ist auch okay, dann muss man halt hin und her ein bisschen scrollen. Okay, good enough for now, I guess. Den nächsten Schritt, den ich machen möchte, ist, dass wir Bild anzeigen und das Bild dann so ausmalen können.
Also zurzeit kann man auf einem weißen Canvas zeichnen, was für kreative Menschen ganz cool ist, aber so kreativ bin ich nicht. Ich brauchte irgendwelche Vorgaben, dass ich die möglichst genau anmalen kann. Um das zu machen, braucht man ein Bild. Bei Glitch ist das recht cool, da kann man Bilder und Dateien hochladen, also unter Assets. Sage ich einfach mal Upload Asset. Gehe dann auf mein vorbereitetes Bild. Das und das. Das sind zwei PNGs mit transparentem Hintergrund, die ich vorbereitet habe. Okay, anscheinend hat nur eins abgeloadet. Loaden wir auch noch das andere hoch. So. Starten wir mal mit der Happy, Sad, Confused Cloud. In Glitch ist es so, wenn man das eben in die Assets hochgeladen hat, dann kriegt man einfach den CDN, die CDN-URL. Yeah, it is what it is. Und das füge ich Check da cool. ein. Sagen wir, Width du jetzt limitieren und da geht es dann darum, wenn mehrere Leute miteinander zeichnen und die Fenster unterschiedlich groß sind und ich würde sagen, das soll 100% Höhe haben zum Beispiel, dann wäre das Bild für jeden anders groß und jeder würde anders zeichnen und sie ärgern, wie schlecht die anderen zeichnen können und dann our mission of world peace would be far away. Ich gebe dem noch ein Container, was noch man unbedingt brauchen, aber wenn ich irgendwas rumschieben will, brauche ich mal das vielleicht. You never know. Also du legst quasi das transparente Bild vor das Canvas und die Leute malen dahinter eigentlich auf dem Canvas und das scheint durch, oder? Genau, so ist es. Okay. Genau. Also das Bild liegt drüber und man wird drunter malen. Das heißt, das Bild kann man nicht übermalen. Sonst, wenn man das machen könnte, könnte man das Bild da einfach im Canvas einfügen. Also, wir könnten in JavaScript sagen, füge das Bild im Canvas ein. Aber ich mag es, glaube ich, so, dass das Bild immer, dass ich das Bild nicht kaputt machen kann. Macht das Sinn, soll Ausmalbild sein. Genau. Jetzt ist es so, das Bild haben wir eingefügt und der Canvas liegt irgendwo drunter. Schauen wir uns das Die mal an. Konter-Events gehen ja nicht durch, oder? Genau. Geht der Also. Klick durch, jetzt kein was, okay. Nein. Also zurzeit ist eben eines der Probleme. Aber schauen wir uns das kurz einmal an. Ich mache mal den Canvas Background Gray. Und wenn wir uns das anschauen, sieht man, dass erstens der Canvas unterm Bild ist und nicht dahinter. Also das ist das Erste, das man fixen muss. Also der Canvas ist da jetzt herunten und das Bild ist da oben. Dafür war der Rapper-Container, oder? Genau. Dafür habe ich anscheinend vorher schon Oh. mitgedacht. Ja, theoretisch müsste es auch ohne Rapper gehen, aber dann wird es ein bisschen dicey, Ja. glaube ich. Weil theoretisch, wenn die Position absolut sagt, müsste das Bild eigentlich dort bleiben, wo es zuerst war. Aber gut. Geben wir dem mal ein bisschen Margin, ein bisschen Abstand. Ja, glaube ich, haut sicher hin. Aber jetzt habe ich noch immer das Problem, ich kann noch immer nicht durchzeichnen. Und da gibt es einen ganz einen coolen Schmäh, der man ganz böse missbrauchen kann, glaube ich, in CSS. Ich weiß nicht, ob du die Eigenschaft kennst, aber ich finde das eins meiner Lieblingseigenschaften, ist Pointer-Events. Pointer-Events nennen, Oh genau. yeah, High High five. Das Das heißt ganz ist nicht ein. wirklich fies, ja. Genau, das heißt ganz einfach, wir ignorieren alles, das in der Maus herkommt. Und wenn ich das. Anscheinend habe ich da falsch Musst Pointer. aufs Bild machen, oder? Stimmt, da oben habe ich es am Canvas gemacht. Wenn ich es am Bild mache, genau, dann funktioniert es. Kann ich durchzeichnen. Gib mir das Grau wieder weg. Und dann sind wir eigentlich schon ganz gut unterwegs. Dann können wir das Bild bemalen. Dann können wir die ganzen Raindrops ausfüllen. Boop. Stundenlang damit verbringen. Durchklickt, dass jetzt gerade blau war. Purple Rain wird auch funktionieren, oder? Green Rain. Very symbolic. Okay, jetzt haben wir ein Bild. Wir haben die Farbe. Wir haben den Width. Und das haben wir eigentlich alles voll schnell gemacht. Yeah, congratulations. Time to cheers.
Okay, der nächste Schritt ist, dass man Leute mit. Share-Button für WhatsApp. Genau, Share-Button für WhatsApp. Collect all the likes, click the share. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, 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 nein. I didn't know where I was going anyway. Okay, das, was wir als nächstes machen, ist eben, dass Leute miteinander zeichnen können. Und das machen wir so, dass wir das über einen Node-Server schicken. Das heißt, die Zeichenbefehle, also alles, das wir machen, das geht über Node-Server. Also es gibt, sagen wir so, es gibt verschiedene Wege, dass wir gemeinsam zeichnen könnten. Es gibt verschiedene Wege, dass man Canvas teilen kann. Ein sehr interessanter Weg, den wir nicht verwenden werden, den ich recherchiert habe, ist mit WebRTC. Und dann nimmt man den Canvas, den man halt bemalt oder was auch immer, und der wird dann als Video gestreamt. Und mit WebRTC kann man halt zum Beispiel dann das Video einfach an irgendeinen anderen streamen und der kann es dann irgendwie anzeigen. Ist eine recht eine coole Lösung, aber das, was wir machen, ist, wir, also ein anderer Weg wäre, dass man dann zum Beispiel die Pixel vom Canvas nimmt und da gibt es irgendeinen Befehl, da kriegt man dann ein Array an Pixelwerten, die Pixel nimmt und an die Leute schickt und dann könnte man halt auch irgendwie das entweder im Canvas anzeigen oder wo auch immer. Aber das, Was aber was. trotzdem ein ziemlicher Overhead wäre. Ja, es ist nicht so schlimm, weil wie Weil du groß müsstest ist. jetzt alle Pixel re regelmäßig durchschicken, weil du kannst ja Genau. Aber. theoretisch, wenn du fünf Leute zeichnen schickst, verschickst du ja mehr oder weniger redundante Bildteile. Von was machst, wenn die zeitgleich am selben Pixel malen? Genau. Also vom Malen her ist das eh nicht ideal. Vom Datenfluss ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil, obwohl das irgendwie, sagen wir mal, 1000 mal 1000 Pixel sind, was viel, viel sind, wenn man die dann komprimiert verschickt, was standardmäßig ist, über Node oder was auch immer, macht das eh, ist das, glaube ich, gar nicht, sind das gar nicht so viele Daten. Aber Ja, das ist das natürlich stimmt. recht funktional, wird das für uns natürlich überhaupt nicht hinhauen. Und deswegen schlage ich vor, dass wir die Zeichenbefehle verschicken. Das heißt, im Grunde genommen das, was wir da herinnen machen, also zum Beispiel das X und Y, dass wir das verschicken. Über, in unserem Fall, Node und dann halt, das kommt irgendwo an und dort wird es dann immer gezeichnet. Im Endeffekt hat er so ein gefüllter Raindrop, ja nur wenige Koordinaten. Das ist eigentlich eine Linie. Wahrscheinlich hat das fünf, Genau. sechs einzelne Koordinaten an Füllstärke und eine Farbe. Das ist viel Genau, das weniger. sind dann, also die Befehle an sich sind total wenig. Wenn ich das in der Konsole mal ausgib, ist das überhaupt nicht so wild, wenn ich so eine Konsole. Also was werden wir schicken, das Offset X, E, Offset Y, vielleicht noch das Last X, Last Y oder so. Das ist dann nicht so viel, als wenn ich an so einen Ring, also es sind 100 oder so, aber das ist sehr überschaubar, weil das sind nur ein paar Zahlen, die da verschickt werden. Und rot ist irgendwie bedenklich. Bleeding from the eyes. Okay, dann machen wir das. Wir können an den Node-Server verwenden, den ich im letzten Beispiel genommen habe. Der rennt auf Glitch. Ich kann das noch kurz herzeigen. Ich kann dann auch kurz erklären, wie man das dann lokal machen kann. Also ich habe da den Fiddle-WebSocket-Server. Können wir zufälligerweise verwenden, weil der Server nichts anderes macht, außer das, was der Server reinkriegt, an alle verschicken. An alle verschickt. Und dem ist es völlig wurscht, was da daherkommt. Alles Russian Hacker. Invite, werden wird alles weitergeschickt. Solange keiner gleichzeitig chatten und zeichnen Genau. will. Interesting. Dann kommen im Chat auf einmal die Ja. Zeichenbefehle Ja, könnte man probieren noch. an. Okay, I like it. Kennst du den Code? Soll ich dann erklären? Ja, kenne ich. Okay, Nein, kenne ich, okay. habe gerade eben das schon geschaut. Okay. Ich habe das übrigens auch zuerst dann ausprobiert, lokal laufen zu lassen. Nachdem bei mir lokal in diesem einen Fall das Windows ist, habe ich mir ein bisschen umschauen müssen, aber ist gar nicht so kompliziert. Alles, das man machen muss, ist Node installieren. Das funktioniert jetzt selbst unter Windows relativ easy. Da gibt es einfach ein Install-Package und dann kann man im
in der Shell, im Terminal, das natürlich bei weitem noch immer nicht so gut ist wie unter OS X oder unter Linux, in der Shell hat man dann die Befehle Node und NPM zur Verfügung. Ja, und der Package.json ist nicht da, damit genau, NPM Install und fertig. Genau, genau. Also im Idealfall hat man das eh und kann dann einfach NPM Install sagen. Falls man noch kein Package.json hat oder wirklich einfach von einer JavaScript-File startet, kann man einfach händisch zum Beispiel NPM Install VS verwenden wir. Also das ist das Require VS machen. Ja. In dem Fall habe ich schon installiert, deswegen wird der da jetzt nicht viel machen. Und dann, also, was das magst, wahrscheinlich hinten minus save. Genau. Mach, schreibt das ins Package.json rein. Genau, dann wird das auch dorthin geschrieben und dann kann man als nächstes mal einfach npm install machen, speichert er gleich im Package.json mit dem Ding. Genau, ist ein guter Hinweis. Und dann kann man es ausführen über, ich glaube, ich habe das index.js genannt oder so. Dann wird es ausgeführt und das ist dann genau dasselbe wie Glitch. Der einzige Unterschied ist dann im Code, wo ich mir connect, muss ich mich halt auf Localhost connecten. Und wahrscheinlich kein SSL, sondern ohne eine Verschlüsselung. Genau, ohne Verschlüsselung. Ja, mit Verschlüsselung lokal einrichten ist ein bisschen komplizierter. Genau. Aber wir können uns ja auf den Server connecten, den wir schon haben. Deswegen da oben machen wir init websockets. Ich sag, die Server-URL ist, wir verwenden schon VSS, also mit Verschlüsselung. Fill Websockets server.glitch.me, glaube ich, ist das. Wissen Sie eigentlich, das wollte ich schon fragen, bei Websockets, wenn die Seite selber über HTTPS ausgeliefert wird, geht es dann eh nur über WSS und nicht über WS, oder? Genauso wie alle anderen JavaScript oder Einbindungen. Keine Ahnung, probieren wir mal aus. Also ich vermute, schauen wir mal, ob das als erstes überhaupt funktioniert. Also er gibt uns keine Fehlermeldung. Wenn ich jetzt das S weggib, genau. Ja, und wir sind auf HTTPS, genau wie du richtig gesagt hast, mag das der Browser nicht und sagt, du bist auf HTTPS, du kannst keine unverschlüsselten Verbindungen aufbauen. Deswegen macht das gar nicht, also verbindet er gar nicht. Aber wir sind auf HTTPS und Glitch kann zum Glück WSS, also die Verschlüsselung haben sie uns schon eingerichtet. Yeah. Okay, das, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen on mouse move, anstatt dass wir zeichnen, wollen wir dem Server was schicken. Genau. Was wollen wir dem Server schicken? Schicken wir dem Server ein JavaScript-Objekt? Nachdem wir noch nicht genau wissen, was ist, werden wahrscheinlich ein paar Sachen sein. Machen wir einfach ein JavaScript-Objekt. Was brauchen wir alles? Wir brauchen X. Wir brauchen ein Y. Wir wollen auch das Last X verschicken, das Last Y. Und sonst, glaube ich, brauchen wir eh nichts, oder? Schauen wir mal. Strichstärke und Farbe, oder? Ah ja, stimmt. Strichstärke und Farbe natürlich auch noch. Ich fülle mal die Sachen kurz aus. Offset. Offset Y, da haben wir Last X, da haben wir Last Y, dann haben wir Width und Color. Ich mache das wieder über so. man könnte das eventuell in einer Funktion auslagern oder den Query Selector einmal machen und dann speichern. Aber das unten, glaube ich, verändern wir dann eh. Ich glaube, wir rufen das eh nur einmal auf. Okay, das ist die Message, die wir verschicken wollen. Verschicken tut man dann über Connection. Das ist das, was wir oben angelegt haben, wo wir gesagt haben, Connection ist New WebSocket und die URL übergeben. Verschicken tut man über Connection.send. Und dort, das Einzige, was man wirklich verschicken kann, ist Text, String. Deswegen, ich weiß nicht, ob du schon mal mit Stringify gearbeitet hast. Ja, sicher. Klar. Das heißt, wir verwandeln unser Message als unser Objekt einfach in einen String und verschicken das. Ja, das müsste eigentlich okay sein. Dann können wir mal ausprobieren. Schauen wir mal, was daherkommt. Ich könnte da herüben, kann ich meinen Log aufmachen auf meinem Server. Dann müsste das dann eigentlich daherkommen. Ah ja, sieht man eh schon. Kommt eh schon daher.
Oder ist das altes Zeug? Keine Ahnung, ich kläre es einmal. Nein, das bin ich gerade gewesen. Okay, passt. Also wenn ich da jetzt zeichne, es funktioniert noch, weil das Zeichen haben wir nicht verändert. Nein, 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 passt gut. Und am Server kommt das jetzt als XY, LastX, LastY, Width und Color daher. Das heißt, das, was wir verschicken, scheint einmal korrekt anzukommen. Okay, also es kommt korrekt an. Jetzt, was wir machen wollen, ist, wenn wir den Zeichenbefehl kriegen vom Server, eigentlich wenn wir irgendwas vom Server kriegen, versuchen wir das zu zeichnen, auch wenn das eine Chatbotschaft ist, aber okay, können wir dann ausprobieren. Das macht man folgendermaßen. Da gibt es dann Connection, also das ist eh unser Connection-Objekt, sagt man on Message, ruft man Funktion auf. Ich verwende da überall die etwas neuere Arrow-Function. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wie nennt man das? Ich glaube, Fat Error Fat Function. Arrow, die Fat Arrow-Function. Yeah. You know, to stay cool. Okay, ich gehe mal einfach mal Console-Log oder e.data, glaube ich, sind die Daten, die daherkommen. Der Rest ist irgendwie andere Informationen. Das heißt, wenn ich zeichne, genau, kriege ich vom Server die Daten. Ja. Die Data kriegen. Und wenn du zeichnest, genau, das sind jetzt deine Daten, die daherkommen, kommt da was daher. Jo. Also wir kriegen die Daten und die wollen wir dann zeichnen. Das heißt, ich kopiere da alles oder ich paste oder ich cut eigentlich alles, das zeichnet und ich gebe es da runter. Dann müssen wir es nur noch verändern, dass unser E-Offset und unser LastX und unser Ding ist jetzt ein bisschen anders. Da wollen wir jetzt die Daten, die wir zurückkriegen, vom Server. Nennen wir das Message einfach. Das ist e.data. Und ein Fehler, den ich immer mache und schon so oft gemacht habe, dass ich deswegen diesmal nicht mache, ist, wir wollen das als JavaScript-Objekt haben und nicht, weil es kommt ja ein String daher, nachdem wir einen String draus gemacht haben. Und das ist jetzt das Gegenteil davon, wir haben einen String und wir wollen das JavaScript-Objekt. Okay, und jetzt kann ich dann, vorausgesetzt, wir haben da keine Fehler, zum Beispiel message.lastx und message.lastY sagen und genauso message.x und message.y sagen. Und bei line width sagen wir message.width und bei color ist message.color. Ja. Ja, und ich sehe schon bei dir. Und du siehst dann wahrscheinlich bei mir. Das meine. Man sieht schon, es funktioniert super. Um diese ganzen negativen Emotionen hinter uns zu lassen, würde ich vorschlagen, ich tue mal das Bild auswechseln. Von der Happy, Sad, Confused Cloud zu. Machen wir einen anderen, genau, zum Thinker, machen wir dann ein bisschen größer, so, okay, oh yeah, funktioniert schon, ich sehe Aber gleich. die Eingabe fürs HLS ist, also dass da das Glitch-Zeug drüber gewesen bei mir. Ah. Ja, also zumindest ich Jetzt da. kann breiter zeichnen. Ja. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel 500 eingeben und einfach voll destruktiv drüber fahren. Nice. Ja, also von der Funktionalität her, schauen wir mal, wie schier der Code ist. Ist nicht zu schlimm. Da müssen wir eh nicht zu viel aufräumen. Wir können noch. Aber mich arg von der Vorstellung, dass du das Zeug, was du malst oder was du klickst, zuerst irgendwo nach Amerika schickst, dann wieder zurückkommt und dann bei dir lokal gezeichnet wird. Das ist eigentlich schräg. Ist voll strange, gell? Vor allem, das wird nach Seattle Ja. geschickt. Das heißt, das ist von Europa so weit weg wie möglich in den USA. Und Ja. es ist wahrscheinlich nicht super smooth, aber auch nicht völlig unbrauchbar, Ja, ein hoffe ich. bisschen nein, überhaupt nicht arg, ne? Also es ist eigentlich. Ich habe zum Beispiel das auch probiert, zuerst, dass man einfach zweimal zeichnet. Also, aber das schaut dann oft ein bisschen komisch aus, weil er macht es dann nicht ganz genau und dann overlappt es ein bisschen und die Linien sind dann nicht so Ja, schön. und du musst dir dein eigenes Zeug eigentlich dann außer
filtern dann durch genau. das Lokalschutzzeichen Also aus. im Das ist eigentlich so ziemlich Idealfall, genau, unangenehm. da müsste man dann zum Beispiel da irgendeine Client-ID mitschicken bei einer Message und sagen, wenn die Client-ID, also random erzeugte Service wie unsere, dann zeichne es nicht und zeichne nur das von den anderen. Oder wir könnten am Server das ausfiltern und sagen, sende nur an alle Clients und nicht an den, der es gerade gekriegt hat. Der Sender, ja. Genau, also das könnte man am Server auch machen. Aber so ist, glaube ich, der Code fast am simpelsten. Ja, voll. Und eine Sache kann ich dann noch herzeigen oder würde ich noch gern machen. Und zwar jetzt gerade ist, wenn man mit der Maus zeichnet, ist manchmal ein bisschen irritierend, weil man nicht genau weiß, wo man zeichnet. Und da möchte ich den Mauszeiger noch ändern. Und zwar von einem Mauszeiger eben zu irgendwas, wo man dann so also ein bisschen eine Vorschau hat. Also, da habe ich einen Code vorbereitet, den ich jetzt einfach rüber kopiere, nachdem der Code nicht der schönste Code in der ganzen Welt ist, aber das habe ich jetzt gerade kurz vorm Video gemacht. Ich probiere kurz, ob das funktioniert. Ja, scheint zu funktionieren. Und jetzt gerade bei breiteren Sachen ist ein bisschen leichter zu erkennen, wie man dann zeichnet. Okay. Funktioniert das bei Du dir? machst da Voransicht. Ja. Okay. Du machst dann ein Preview von dem Cursor. Genau. Semitransparent, cool. Und zwar, ich weiß noch nicht, ob das die beste Lösung ist, aber das, was ich recherchiert habe, ist, das Einfachste ist, dass man den Mauscursor ausblendet und dann einfach entweder Bilder anzeigt oder heute halt in dem Fall ein HTML-Element anzeigt. Und im Code Du machst mache da ich. HTML-Element. Und Genau. dass die Breite, also den Radius mehr oder weniger so rundsetzen, dass es aussieht wie das Genau, Teil, genau. was du zeichnen würdest. Genau, Ja, also da cool. unten im Code, im JavaScript-Code, als erstes tun wir den Cursor verstecken. Also auf Canvas gebe ich einfach die CSS-Eigenschaft Cursor ist none. Dann erstelle ich ein Element, dem ich eine ID gebe und das hänge ich dem Body an, also einfach ein Div mit ID-Cursor. Und dann sage ich, wenn der Benutzer die Maus bewegt, dann setze ich von diesem Cursor-Element voll viel CSS inline einfach. Thanks to the little backtick CSS. Position absolute. Ich tue bewegen, tue es mit Transform, statt mit, was das ein bisschen schneller ist. Hintergrundfarbe ist halt die Farbe, die Benutzer ausgewählt hat. Width und Höhe habe ich da gesetzt, wo da ist das rund ist. Ein bisschen transparent habe ich es gemacht, weil es war nervig, wenn man nicht mehr durchsieht. Bei mir jetzt aber mal einen Ich riesen habe roten gerade Border. Okay. Ich wollte schauen, wie das Element ausschaut. Also die Aufgabe. Oh, what the hell? Okay, und dann habe ich noch einen Border hinzugefügt, falls man irgendeine ganz helle Farbe hat, dass man circa noch sieht, wo gezeichnet wird. Und Ja. Display Block habe ich deswegen gesetzt, weil dann, wenn der Benutzer mit der Maus rausfährt, also Maus out, habe ich gesagt, Display none, also einfach CSS verstecken. Und Ja. dann, wenn der Benutzer eben reinfährt, deswegen habe ich da Display Block gesagt, Siehst du dass damit wieder? angezeichnet wird. Okay, cool. Genau. Ich habe übrigens im Testen, also in diesem Draw-Projekt Version 0, irgendwas, habe ich da in Zeile 47, Begin Path, habe ich das zum Beispiel weggelassen. Können wir eh mal probieren. Ein Nachteil von dem ist jetzt, wenn zwei Leute gleichzeitig zeichnen, dass man einander in die Quere kommt. Ich sehe klar, also ich weiß, da hin und her springt zwischen Zwischen den den Cursor, Faden, die genau. reinkommen, mehr oder weniger. Genau, und deswegen habe ich zuerst gedacht, Scheiße, it's all for naught. Aber dann einfach, es erscheint ein bisschen hacky, aber grundsätzlich macht Nein, man es es macht eigentlich doch so, Sinn. dass man jedes Mal, wenn man sich ein bisschen bewegt, eine völlig neue Linie zeichnet. Ja. Ja, man könnte da dann unten noch Close Path oder wie immer, aber gut. Yeah. Jetzt müssen wir nur anschauen, wie viele Daten da zusammenkommen durch das WebSocket Ja, über die schauen Zeit. wir uns das eh mal an. Also ich gehe jetzt auf Network, WebSocket. Ich glaube, da muss man die Seite neu laden. Firefox zeigt es übrigens sehr schön an, finde ich. Also finde ich die Ansicht fast schöner als im Chrome. Okay, jetzt bin ich im Chrome. Wo sieht man aber für Daten zusammenkommen? Sieht man das da irgendwo überhaupt? Nein, ich sag gerade, er sagt nur den initialen Request, sagt er an mit 0 Bytes. Mhm.
Es würde mich echt interessieren, wie viel, wenn wir zuerst geredet haben, über wie viel da über das Netzwerk geht. Ja, keine Ahnung, wie man das sieht, aber gut. Irgendwie geht's sicher. Also eigentlich dürften es ja nur ganz wenig sein, weil es müsste G-SIPT sein, hoffe ich, oder irgendwas. Genau, G-SIPT. Und das sind ja 100 Nichts. Zeichen oder so, und das 100 Mal pro Sekunde oder so, das sind ja, da kommen wahrscheinlich maximal ein paar Kilobyte oder so zusammen. Ja, jetzt Yeah. sagt es aber im Firefox auch nicht an. Okay, Also okay. wurscht. Ja. Yeah. Aber ja, war ein interessanter Punkt. Ja, Ja. jedenfalls, that's the drawing app. Cool. Das ist wirklich cool. Und eben, wenn man es lokal macht, wäre das dann so, also kann ich kurz das kopieren, dann wäre die Server-URL da zum Beispiel Localhost, eventuell mit Port angeben, also wenn man zum Beispiel 8080 angibt und eben ohne WSS, außer man macht lokal irgendwie die Verschlüsselung, die nicht so einfach zum Einrichten ist. Also wäre das dann. Und dann funktioniert es viel schneller, weil es natürlich lokal ist. Ja, klar. Ja, cool. Fertig gecodet. Sehr cool. Kann ich dir noch ein paar Fragen fragen über selbstständig sein und über das Wetter in Salzkammergut und Sowieso. so? Sicher, ja klar. Ich tue da die Ansicht wechseln. Ich weiß auch gar nicht, wie das zuerst. So, ich tue mein Bild daher, dann sehen die Studenten mich nur einmal, dann siehst du mich vielleicht sogar ein bisschen. So angenehmer, glaube ich. Ja. Also du bist jetzt schon einige Jahre selbstständig, oder? Es ist schon erfolgreich. Ja, das stimmt. War es nicht einfach so probieren wir es kurz einmal für ein paar Monate und dann, also scheint gut Na, zu das war es laufen. nicht. Aber es passt. Also ich mache es seit 10 Jahren. Es hat seine Vor- und Nachteile natürlich. Was mir voll taugt, ist, dass ich sehr viel machen kann, was mir einfach taugt. Oder dass ich mir es auch wirklich sehr selektiv mir aussuchen kann. Was sicher ein Nachteil ist, ist, dass man halt, abgesehen vom richtigen Arbeiten an Projekten, sehr viel Bürokratie hat oder als teilweise einfach durchbeißen muss. Und vor allem, was glaube ich am schlimmsten ist, ist es, wenn du irgendeine Arbeit hast, die dir keinen Spaß macht oder irgendeinen Ja, Teil musst es trotzdem. und Schnitt und fast, du musst es trotzdem machen. Und wenn du es heute nicht machst, dann machst du es morgen. Und wenn du es Weil übermorgen du der machst, Einzige bist und nicht für anders geht, kannst du es nicht genau. auf den anderen abwälzen. Und Genau, es du kommt da nicht hast. aus. Und wenn du 5 Tage schiebst, dann kommt es noch 5 Tage. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und du hast damit gestartet, also ich sage mal in Anführungszeichen, wahrscheinlich möglichst simpel, indem du einfach damals oder noch immer oder wie auch immer simple oder möglichst einfache Homepages für irgendwelche Kleinkunden baust, die du irgendwie irgendwo gefunden hast, oder? Ja, also natürlich angefangen mit Webseiten, natürlich am Anfang kleinere Webseiten. Das war eigentlich sehr, sehr lang ausschließlich mit Typo 3. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei euch in den USA noch ein Name ist oder ob das, Ja, wie stark das grundsätzlich gibt es verwendet. es Ich noch. glaube eher nicht Es ist eher im noch. deutschsprachigen Ja. Raum, glaube Genau, ja, es ist eher europäischer Raum, ist PHP-basierend, aber es ist immer wieder auf das zurückgekommen. Es gibt für Typo 3 auch keine Themes, die man jetzt sich runterlädt und halt ein bisschen anpasst. Und es kommt eigentlich in allem, was ich mache, immer wieder auf das zurück, dass man wirklich CSS können muss, verstehen muss, schreiben muss. Und das ist für mich eigentlich die meist unterschätzte Ja, Sprache. Ja. Jeder eh, weil. kann fancy Angular oder kann irgendwie sie kann irgendwelche tollen Frameworks anwenden, aber jeder Na, lächelt über CSS. da gebe ich da voll recht. Es war im letzten Job habe ich eigentlich fast nur CSS gemacht. Und zwar haben wir einen Homepage-Builder gehabt, wo Benutzer Sachen einstellen können. Und die Webseiten wollte man möglichst flexibel machen. Das hat da, was die Benutzer haben zum Beispiel einstellen können, der Header soll so groß sein, so groß sein, soll diese Elemente da haben, soll dies und jenes, also ganz flexibel. Und
Das war dann für mich im CSS eine Herausforderung, weil die Seiten waren zwar halbwegs simpel, aber nachdem die Benutzer alles einstellen haben können, hat man sehr flexibel sein müssen. Das heißt, wenn der Benutzer eingibt Höhe 0 und einer gibt ein Höhe 300, muss beides noch gut ausschauen und müssen die Elemente noch immer angeordnet werden. Und da bin ich dann auch drauf gekommen, dass da habe ich sehr viel CSS noch dazugelernt. Und es ist dann wirklich ein bisschen anders, als wenn man einfach so ein simples Beispiel, einfach so abgekapselt irgendwo Komponente baut, ist dann ganz was anderes im Vergleich zu einer Webseite, die dann auf verschiedenen Browser gut ausschauen muss, wo dann Benutzer Daten eingeben können, die bedenklich sind wahrscheinlich, wo alles Mögliche, das muss dann trotzdem noch funktionieren. Da gebe ich dir voll recht, dass CSS-Skills sind sehr unterschätzt und können einem sehr helfen. Voll. Und es reicht nicht, wenn man jetzt wirklich nur die neuesten CSS-Trends kennt, ja, Grid-Layouts oder Flexbox, sondern es kommt wirklich, natürlich brauche ich kein Table-Layout mehr, ja, aber es Da habe kommt ich vor trotzdem kurzem immer daran wieder. gedacht. Kannst du dich noch an Spacer-GIF erinnern? Oh ja, natürlich. Nur für die Studenten. Ganz früher hat man HTML-Seiten mit Table-Layouts gemacht. Das heißt, man hat ein HTML-Element Table erstellt, das halt einfach so ein Grid ist und dort Sachen eingefügt. Und falls man irgendwas spacen wollte, hat man ein transparentes GIF, also einfach ein transparentes Bild eingefügt und dem hat man eine gewisse Breite oder Höhe gegeben und dadurch hat man dann das Space erstellt, was man heutzutage mit Margin machen würde. Ja. Es hat sogar ein Photoshop-Option, also eine Funktion gegeben, die wo du ein Bild so zerschneidest und der hatte dann die Tabelle mit den Einzelbildern rausgespeichert, genau für den Zweck. Ja, aber Ja. es war irgendwie cool, weil damals waren das Web war halt immer 1000 Pixel breit, beliebig hoch, und du hast dann sehr, sehr, sehr coole Bilder einfügen können. Also, du hast irgendwie alles als Bild machen können, dann exportieren können. Ist natürlich, das Web heutzutage ist viel mächtiger und viel besser. Aber es war halt schon auch die gewisse Breite, die gewisse Größe und war irgendwie cool, hat da Vorteile gehabt, finde ich. Aber anyway. Best Shoot with Internet Explorer on 800 by 600. Kannst du noch erinnern an JavaScript, wo wir ganz oben eine If-Bedingung hintergangen haben? If Netscape run this code for the menu, else run this code for Internet Explorer menu. Einfach Oder zweimal irgendwelche alles coden. CSS-Tags für zusätzliche Style-Sheets für eine AI. Genau. Aber heutzutage Ja. ist zum Glück alles einfacher und dir taugt es noch immer. Ich weiß, du hast ja verschiedene Kunden, aber grundsätzlich Webpage basteln ist noch deins, selbstständig sein. Es ist halt über die Zeit, wie du am Anfang gesagt hast, es waren am Anfang kleine Webseiten. Es ist dann mit der Zeit, hat sich herauskristallisiert, eben, dass mit einer Website ist heutzutage mit dem kann man, nur von Webseiten kann man nicht mehr wirklich leben. Und es ist auch keine Herausforderung, finde ich, wenn ich jetzt alle 3 Wochen eine neue kleine Website mache, die eigentlich immer denselben Inhalt hat und unterschiedlich ausschaut. Sondern es hat sich eben herauskristallisiert, dass es sehr kundenspezifische Webseiten dann werden mit CRM-Anbindungen oder mit irgendwelchen Datenbank-Anbindungen, die halt dann wieder wirklich sehr, sehr spezifisch auf den Kunden erstellt werden. Und auch das ist eben ein Teil der Arbeit, die ich eben heutzutage mache. Und der andere Teil ist wirklich im Bereich Frontend, Beratung oder auch Mithilfe in größeren Projekten, wo ich einfach wirklich im Frontend-Bereich UIs gestalte, umsetze oder auch bei der Konzeption mitwirke. Oder auch wirklich ganz, ganz, ganz viel CSS. Und da ist dann wahrscheinlich von Vorteil, wenn man ein bisschen CSS kann und dann sagt, ah, das geht doch, das geht, das geht, das kann ich echt zeigen. I know, I've got the power, I've got the secret. Es hilft von Zeiten, ja. Aber es ist halt was, du gerade gesagt hast, du musstest halt für Kunden Genau, der Header zum Beispiel. Header machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel arbeite seit über 3 Jahren mittlerweile bei einem Industrieprojekt mit, bei einem internationalen, wo ich jetzt das Designsystem entwickle und vorantreibe. Und da ist es genau dasselbe, wo ich wirklich einzelne Patterns mache und halt quasi vorausdenken muss, wie setzen die Kunden diese Patterns miteinander ein, was wird womit Dass kombiniert, das eine wie nicht kann man andere da. kaputt macht. Genauso ist es. Wie kann ich das Ganze simmen, dass ich möglichst einfach Farben auswechseln oder Schriften auswechseln, ohne coden zu müssen? Und da finde ich das Und dann. Coole, bei so Sachen, je komplexer es wird, umso mehr merkt man, wie solide etwas gebaut ist. Wenn ich von Anfang an das CSS irgendwie zusammengehackt habe, dann fällt das sehr schnell auseinander, aber wenn ich es möglichst solide gebaut habe, dann hält das sehr viel aus. Und ich kann es später zumindest noch einigermaßen einfach dann noch ändern für neue Anforderungen.
Da finde ich, merkt man dann später, wie, und auch in JavaScript, wie sauber man das alles aufgebaut hat, wie gut man das modularisiert ein bisschen hat, so ein bisschen abgetrennt hat, sind dann die Du, das Sachen. fängt damit an, dass ich mir einfach allein schon vom Coding-Style was überlege und zum Beispiel, ich sage jetzt irgendwas, die Selektoren alphabetisch mache, wenn ich es möchte, ja, oder mir überlege, Positionierungsselektoren zu gruppieren, weil wenn ich immer nur dann, wenn es mir gerade passt, irgendwo in der Zeile halt eine Position Relative eine habe und am Schluss Auf dann einmal. dazu, es fällt da wirklich ins Kreuz, wenn du länger damit arbeitest Was dann. für Tools verwendest du da eigentlich so? Verwendest du für CSS, verwendest du Native CSS oder verwendest du da irgendwas? Oder je nach Projekt? Also es ist natürlich projektabhängig. Grundsätzlich verwende ich überhaupt kein Native CSS, sondern SAS, also Preprocessor, Also SAS weil ist es noch einfach the thing. für SAS ist mich noch. schon. Es ist Ich habe schon lange nicht mehr verwendet, also ich bin, ja. Na, du kannst einfach wahnsinnig viel, du kannst den Code sauber strukturieren, du Ja. kannst und am Schluss fällt da auch wirklich ein minifettes, konkateniertes, einfaches File raus. Du hast Funktionen, du hast Mix-Ins, du kannst Variablen verwenden Und du hast und du hast da trotzdem gescheite Fehlermeldungen. eine. Genau. Also das speicherst es nicht und dann wunderst du, was los ist. Und projektabhängig, zum Beispiel, wenn ich was einfach machen will, unter Mac verwende ich sowas wie CodeKit. Das ist Wollte mehr oder gerade weniger nachfragen, sein. ob CodeKit noch von dir verwendet wird, ob es noch cool ist. Ja, Keine Ahnung. schon. Na, für Projekte, wo ich jetzt keine Build-Pipeline habe oder wo ich jetzt am Server nichts bilden will, verwende ich es lokal mit CodeKit. Also Und grundsätzlich für die Studenten, das ist eine Applikation, die lassen wir lokal laufen, wo unter macOS, vielleicht unter Windows auch, kannst du ein paar Sachen einstellen, zum Beispiel, dass er Folder watcht. Und sobald es dort, da kannst du zum Beispiel SAS reinschreiben, also für CSS, und das tut dann automatisch kompilieren. Ist so wie wenn man mit Node irgendein Watchfolder oder so hat. Also der macht dann für die alles mögliche automatisch und du kannst dann gleich die Vorschau haben, die dann auch automatisch refreshed wird, sobald du was veränderst. Das ist halt, es hat mittlerweile zum Beispiel auch so Bildkomprimierung dabei, eben ein Live-Server, wie du sagst. Es bündelt einfach sehr, sehr viele einzelne Libraries unter einer GUI und geht jetzt schnell. Das ist ein nettes Tool, aber für alles, wo ich am Server eine Pipeline habe, nehme ich zum Beispiel Gulp, solche Ja, Sachen, wo ich dann wirklich die also Tasks einzeln in runterschreibe Node. und halt so mache, wie ich es brauche. Ist das Genau. CodeKit dann im Node? Und was für einen Editor verwendest du normal? Da verwende ich eigentlich ausschließlich PHP Storm, Okay. Schrägstrich Webstorm. Also Also Classic wahrscheinlich, Atlassian Ding, genau. ja, das JetBrains. ist ein JetBrains, Genau, ja. Die JetBrains finde nicht. ich einfach ist natürlich kostenpflichtig für Studenten, glaube ich nicht. Aber das ist einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis kriegst du relativ wenig. Also wenn du das jetzt mit Adobe Software vergleichst. Ich gebe, die haben keine Idee, aber rein von dem, was kostet, bietet wahnsinnig viel und wird wirklich sehr innovativ permanent weiterentwickelt. Haben die nicht vor kurzem eine neue Coding-Font vorgestellt? Ja, das auch. Die schaut sogar sehr gut aus. Also Ja, die ist ist ähnlich die der endlich einmal Content. Fira Code. Immer Fira Code ist voll cool, aber die von JetBrains schaut fast ein bisschen cooler aus. Das ist immer Die Font, von die kann man. JetBrains schaut aus wie die San Francisco, finde ich, auf Ja. Mac, aber ein bisschen feiner. Also alle für die Ja. Studenten, Na. alle die Font-Fans sind, das ist der Font, kann man im Editor einstellen und dann sind andererseits möglichst leserlich, aber dann werden Sachen zusammengelegt, also zum Beispiel ist gleich, also Rufzeichen ist gleich, ist dann einfach A-Zeichen, anstatt dass man irgendwie das so interpretieren muss. JetBrains Mono hast du. Genau. Ich habe es mir noch nicht installiert, aber ich hab mal, I Ja. assumed that you wouldn't know about it. Nein, ich habe es gerade geschaut, du kannst es sogar overloaden und installieren. Du gehst auf Ja, ist gratis, glaube ich. jetpink/mono. Ja, echt, das habe ich gar nicht gewusst, das ist cool. Na, und halt im Ja. Ligaturen, so wie du sagst, also das ist wirklich nett, da für die ganzen Arrows. Das ist echt, echt. Wenn du es runterscrollst, siehst du es dann gleich mit den ganzen Features. Also, das ist nett Oh gemacht. yeah, das war gleich einfach ein bisschen schöner. Ja, Ja, wie gesagt, also die machen also. halt wirklich sehr, sehr innovative Sachen, was da das ganze Debugging und die Git-Integration indirekt in WebStorm ist wirklich ausgezeichnet. Das ist echt super. Na, so gescheite Tools, das war immer, ist immer wichtig. Also es ist ein großer Teil vom Coden. Aber perhaps shifting topics around. Meine Studenten sind in allen möglichen Semestern, also im Bachelor.
Gibt es irgendwas, das dir anders sagen willst? Nachdem wir mittlerweile schon was 10 Jahre fertig geworden sind oder so. Mehr sogar schon. Es ist schwierig. Es gibt viel, glaube ich, was mir als Student, was ich mir jetzt im Nachhinein gewünscht hätte, oder was ich mir, wenn ich es gewusst hätte, was cool gewesen wäre. Ich glaube, was mir am wichtigsten gewesen wäre, wäre, dass ich mich nicht zu früh auf irgendwas spezialisiere. Also, das merke ich schon, dass erstens sehr, sehr viele Sachen, wo ich glaubt habe im Studium oder auch außerhalb vom Studium, einfach was man mitbekommt oder sieht. Das ist unnötig oder braucht man nie wieder. Ja, Stichwort Latein im Gymnasium, ja. Ja. Und wo ich einfach drauf komme, es hat schon irgendwo wieder einen Sinn gehabt. Weil Latein zum Beispiel ist für mich im Nachhinein extrem ähnlich zu programmieren, ja, wie man es übersetzt, wie man Syntax auflöst. Und ganz, ganz viel bringt dann später was, auch wenn man es im ersten Moment nicht glaubt. Und ich glaube, es macht Sinn, sich so viel wie möglich anzuschauen, dich nicht gleich im zweiten Semester auf irgendwas zu Genau, stürzen, dass du dass man sagst, gleich das im mache ich zweiten jetzt Semester bitte. weiß, ich werde das oder das, genau, sondern sich alles einmal anschauen, alles einmal eine Chance geben. Na, Alles offen lassen und das finde ich sehr interessant, weil das finde ich auch einer der Vorteile von zum Beispiel, wenn man auf die FH geht, im Vergleich zu, wenn man sich selbst coden lernt. Also beides berechtigt, muss man nicht unbedingt vergleichen. Aber das, was ich im Nachhinein draufgekommen bin, ist in Jobs, die ich dann 10 Jahre später oder so gehabt habe, dass Sachen, die ich an der FH gelernt habe, die irgendwie ganz woanders waren, zum Beispiel Audiodesign oder so, dass ich die dann auf einmal doch wieder einsetzen habe können. Und ja, it's an interesting thing. Ja. Ich denke zum Beispiel auch, wir haben natürlich auch BWL gehabt, habt sicher auch gehabt, Ja, haben wir wo auch du gehabt. damals gesagt Damals, boah, hast, damals haben wir gedacht, das war wofür das brauche ich das? Unnötigste überhaupt. Und dann Ja. auf einmal macht man sich selbstständig und auf einmal denkst du so, oh Zum oh. Beispiel, Oh ja. oh. Was Warum habe ich nur so wenig war BWL gehabt? da? Ja, das stimmt. Und das war es noch gut. Ja, das ist das, was ich vermute an Selbstständigsein, dass man auf einmal draufkommt, dass sehr viel rundherum ist, oder? Also andererseits mit Bürokratie, Formulare, Steuern, Kundenakquise, alles Mögliche, dass dann das Coden selbst wahrscheinlich oft gar nicht das Wichtigste ist dran oder nicht der größte Teil. Ist auch ein Teil, Ein ja. Teil. Aber das Studium ist eh so kurz, ja. Also gerade wenn man jetzt sagt, man macht vielleicht nach dem Bachelor schon was anderes. Das war zu unserer Zeit schon kurz, mit 4 Jahren oder 5 Jahren. Aber man hat einfach nicht die Zeit, so wie wenn man früher studiert hat, vor 10 Jahren an der Uni, dass man sagt, man macht einmal das, man macht einmal das. Und es geht alles in einem Eiltempo, dass man kaum mehr die Möglichkeit hat, sich Sachen wirklich in Ruhe zu überlegen oder mal reinzuschnuppern. Und das, glaube ich, ist, sich da möglichst was offen zu lassen, ist wichtig. Das stimmt, na, da gebe ich dir recht. Also, ich bin jetzt auch wieder drauf gekommen im Vorbereiten für dieses Fach, habe ich wieder verschiedenste kleine Coding-Sachen gecodet und es macht mir auch wieder Spaß, was denn? Du probierst wieder ein paar Sachen aus. Und zum Beispiel WebSockets habe ich davor noch nie gemacht oder dies oder jenes, kommst du wieder auf ihn. Ja, es ist immer wieder cool. Man lernt immer weiter. Ja. Und da kannst du dich heutzutage sogar viel, viel, viel leichter anwenden. Also, du hast Ja. vor 10 Jahren hast wirklich Programmierer sein müssen für irgendeine Software, dass du das anwenden kannst. Heutzutage kannst du mit deinem Handy und einem kleinen Webserver Sachen ausstellen, wo du sagst, du holst da Daten von deiner Wetterstation und baust Grafik aus oder schickst das an Genau. IFTT und wenn es regnet oder regnen wird, dann mach das oder dann drehst du deine Philips Hue-Lampen auf Genau, hell. ja. Das, Ja, aber keine Ahnung, ja. dafür hat es sich auch ein bisschen verschoben, finde ich. Also eben vor X Jahren war CSS zum Beispiel, da hat man das gesamte CSS wissen können. Das war irgendwie sehr, sehr beschränkt. Man hat irgendwie alles wissen können, hat alles gewusst und hat am simpelsten Level dahin gebaut. Und jetzt, wenn man sich so JavaScript CSS anschaut, ist das einfach so unglaublich, was man damit machen kann. Aber dafür kann man nie alles wissen. Man muss sich trotzdem irgendwie immer neue Sachen lernen. Und die Sachen werden halt komplexer, sage ich mal. Weil du baust zwar coolere Sachen auf einem höheren Level, aber dafür hast du halt mehrere Teile, die sich bewegen. Also, aber es ist unglaublich, was man heutzutage, oder wie einfach man selbst mit ein paar wenigen Zeilen JavaScript, so wie heute, was man da alles bauen kann. Es ist Ja, stimmt eh, weil
zu unserer Studienzeit wäre es undenkbar gewesen, dass du im, so wie wir jetzt in einem Webbrowser eine Videokonferenz machst. Genau, also im Oder? Webbrowser Videokonferenz, während du in einem anderen Webbrowser was codest und der connectet sie zu irgendeinem anderen Server, dass du ohne was zahlst oder die großartig anmelden musst, dort Messages verschickt und das alles auf ein Canvas in Realtime gezeichnet wird. Ist schon ziemlich Zu crazy, unserer was. Zeit hast du vorsehen müssen, dass der Browser nicht abstürzt, wenn du die Webcam angesteckt hast. Genau, ja gut, dann hast du jetzt geswitcht von Netscape Navigator mit Internet Explorer zu Opera zu. Yeah. Yeah, thank you so much for joining me on this video. Also danke fürs Coden. Thanks for having me. Danke für die Insight. Any last comments before I hit stop record? Looking forward for your next classes. Yeah, I hope thank you. soon. Me too, me too. Okay, goodbye, everyone.